Sie sind im oberen Management angekommen und dürfen sich einen neuen Wagen aussuchen? Dann herzlich willkommen in Dienstwagen Deutschland. Dort, wo Audi A6, Mercedes E-Klasse und der neue 5er BMW zu Hause sind. Das Who is Who der Business Class. Hier entscheiden sich 93,6% für einen von diesen drei Autos. 2016 war der Audi A6 vorn, dahinter die E-Klasse und etwas abgeschlagen kam dann der 5er. Das soll sich jetzt ändern. Bei uns steht er in diesem Fall schon an der Spitze, aber in dieser Klasse möchte er erstmal an die Spitze fahren. Der neue 5er BMW. Und er hat natürlich starke Konkurrenz. Zum einen die Mercedes E-Klasse, die ja auch noch sehr jung am Markt ist, und den Audi A6. Der ist schon ein bisschen länger dabei, gehört aber noch lange nicht zum alten Eisen. Besonders spannend ist natürlich das Duell der beiden neuesten, Mercedes gegen BMW, so eine Art ewiger Klassiker. Aber interessant ist, an der Ladentheke, da müssen sie beide den hier schlagen. Denn 2016 wurde der Audi A6 am meisten verkauft, zumindest in Deutschland. Der Audi ist zwar der älteste dieser drei, aber er fährt mit V6 TDI und in dieser Version auch immer mit Allrad vor. Sein Motor ist der stärkste in diesem Vergleich. Aber er hat am wenigsten Drehmoment. Trotzdem ist er beim Sprint auf 100 am schnellsten, was vor allem an dem hervorragenden Grip dank Quattro liegt. Genau deswegen kann er bei den Fahrleistungen auch gut mithalten. Doch beim Verbrauch kostet das Gewicht ein paar Sprittropfen zu viel. Mit 7,2 Litern Diesel auf 100 Kilometern liegt der Audi 41% über der Werksangabe und in diesem Vergleich am Schluss. Kein Wunder, ist ja auch der stärkste und der älteste. Dafür hat er aber auch kleine Spielereien an Bord, die es zukünftig vielleicht gar nicht mehr geben wird. Herzlich willkommen im Audi A6 und zu meinem persönlichen kleinen Highlight, dem ausfahrbaren Navi-Bildschirm. Inzwischen stehen die ja alle fest, bei Mercedes und BMW sowieso. Aber hier im Audi A6 gibt es das noch. Gleichzeitig sieht man an diesem Bildschirm aber auch, dass die Jahre doch vergangen sind. Der ist nämlich deutlich kleiner und auch die Grafik wirkt nicht mehr ganz so frisch wie bei Mercedes und BMW. Ich hoffe übrigens, dass Audi das im neuen A6 dann auch macht mit dem versenkbaren Bildschirm. Ich befürchte allerdings, dass sie es so machen wie bei A4 und Q5, dass der dann auch feststeht. Dazu kommen diese Rundinstrumente, die eben noch analog sind. Mir persönlich gefällt das auch ganz gut, aber es ist eben nicht digital und wirkt einfach nicht ganz so modern. Modern wirkt und ist letztlich auch dieser Motor. Der macht richtig Spaß, der ist total lebendig. Da will man drauf treten, da will man Gas geben. Der hat richtig viel Kraft, richtig viel Leistung. Und zusammen mit diesem Allradantrieb, der hier ja serienmäßig verbaut ist, gibt es auch ein schönes Gefühl von Sicherheit. Gerade bei diesem Matschwetter heute fährt man mit dem Audi wirklich sehr gern. Genau diese Sicherheit allerdings, die hätte ich mir von der Bremse gewünscht. Da merkt man dann offenbar auch, dass sich da noch ein bisschen was getan hat bei der Entwicklung. Denn diese Bremse hier, die ist echt deutlich schwächer als bei Mercedes und bei BMW. Die Bremse und das 7-Gang DSG sind nicht mehr ganz vorn dabei. Da lässt der Audi federn. Auch bei den Assistenzsystemen sind BMW und Mercedes mittlerweile noch reichhaltiger bestückt. Trotzdem erstaunlich, wie fit der A6 noch immer ist. Leider lässt sich Audi, das laut Liste, auch teuer bezahlen. Und das ist in dieser Kategorie gar nicht mal so gut. Knapp 70.000 Euro für unseren Testwagen sind selbst in dieser Liga eine echte Ansage. Es wären auch über 80 oder sogar 90.000 Euro drin, wenn man noch ein paar Kreuzchen mehr machen würde. Aber das gilt dann für alle drei. Beim Thema Geld ist normalerweise Mercedes ganz weit vorne. Aber dieses Mal nicht. Klar, auch die E-Klasse kostet im Testwagentrim so viel wie eine kleine Eigentumswohnung auf dem Lande, aber in diesem Vergleich ist der Benz das Schnäppchen. Aber da fehlt dann eben auch die Luftfederung für knapp 2.300 Euro. Und auch bei anderen Extras wie Voll-LED-Scheinwerfer oder Lederausstattung ist Mercedes teurer als die Konkurrenz. In diesem Testwagen aber eben nicht. Unter der Haube schlägt ein V-förmig sortiertes 6-Zylinder-Herz. Die neuen Reihensechser kommen erst 2018 auf den Markt. Der 3-Liter Diesel hat 258 PS und damit am wenigsten Leistung in diesem Vergleich. Zwar hat die E-Klasse 40 Newtonmeter mehr Drehmoment als der Audi A6, aber beim Sprint auf 100 reicht es trotzdem nur für die Bronzemedaille. Beim Verbrauch liegt Mercedes nur knapp vor dem A6, aber immerhin hat sie die geringste Abweichung in diesem Test zur Werksangabe. Die liegt nämlich bei 5,1 Litern und wir sagen Chapeau Mercedes, auch zur neuen Stufenautomatik, die dezent aber schnell genug hoch und runter schaltet. Kommen wir zum Thema Connected Car. Der Mercedes ist dank des großen Command-Systems immer online. Auch Apple CarPlay oder Android-Anbindung sind kein Problem.
Herzlich willkommen in der Mercedes E-Klasse und damit auch herzlich willkommen zur Revolution. Denn hier in diesem Cockpit dominieren natürlich diese beiden riesigen Bildschirme und das sieht tatsächlich am modernsten aus. Dazu kommt aber eine Bedienung, die etwas gewöhnungsbedürftig ist, denn wir haben hier im Lenkrad diese beiden Touchpads, dann haben wir hier ein Touchpad in der Mitte und den Drehdrückschalter. Und es ist alles ein bisschen verschachtelter von der Menüführung hier, also da muss man sich reinfuchsen. Dieses Auto hier, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, hat keine Luftfederung verbaut. Und mit Stahlfedern, muss man sagen, ist der Mercedes auf dem Niveau der anderen. Da haben die anderen einfach auch aufgeholt, da gibt es keinen Vorteil mehr für den Stern. Wo sie allerdings immer noch die Besten sind, ist da hinter mir. Wenn man also mitfährt, dann muss man sich eigentlich für die E-Klasse entscheiden. Auch wer sich künftig mal fahren lassen möchte, ist mit diesem Mercedes ziemlich gut aufgestellt. Kleiner Nachtrag noch zum Thema E-Klasse und teilautonomes Fahren. Wenn man hier den Tempomaten anstellt, den aktiven Spurhalteassistenten und auch den Abstandsradar, dann hat man die Chance auf ein kleines grünes Lenkrad hier unten. Und das bedeutet, man kann teilautonom fahren, man kann also auch mal die Hände vom Lenkrad wegnehmen. Jetzt muss man sagen, die Markierungen sind hier nicht so besonders schön und es ist auch noch so ein leichtes Schneematschwetter. Aber heute bei diesem Tag hat es bei Mercedes tatsächlich am besten geklappt. Bei BMW und Audi war das nicht so häufig möglich wie hier in der E-Klasse. Klar, BMW kann das auch, aber offenbar legt man in München grundsätzlich noch deutlich mehr Wert auf das Selbstfahren. Der deutlichste Vorsprung bei den Blau-Weißen liegt nämlich im Gewicht. 128 Kilo weniger als der Mercedes und 146 Kilo weniger als der Audi bringt der BMW auf die Waage. Wenn dazu noch der Hintern in der ersten Kurve wackelt, möchte man das Lenkrad eigentlich nicht mehr loslassen. Per Knopfdruck kann der Fünfer aber auch Piano fahren. Aber warum sollte man das machen, wenn hier so viel Leben in der Bude steckt? Der Fünfer hat eine mitlenkende Hinterachse. Er hat einen Reihensechser als Diesel, der sich anhört, als tanke er Super 98. Und er hat eine agile 8-Stufen-Automatik von ZF, die jedes Kommando fix ausführt. Bei der Leistung kann er nicht ganz mit dem Audi mithalten und sortiert sich in der Mitte ein. Bei der Beschleunigung geht es ihm ähnlich. Nur mit dem Hinterradantrieb lässt er 2/10 gegenüber dem Audi liegen. Der A6 geht gut geradeaus, der Fünfer liebt die Kurven und er mag die Umwelt. In diesem Vergleich setzt er sich an die Sparsamkeitsspitze. 6,6 Liter verbraucht er, gut, das ist weit weg von 4,5 Litern Werksangabe, aber immer noch erstaunlich wenig für so viel Leistung. Erste Testfahrt im neuen Fünfer BMW und was fällt einem auf? Die Revolution, die ist so ein bisschen ausgefallen. Man kennt vieles eben schon vom 3er oder noch besser vom 7er BMW. Und deswegen hat man das Gefühl, ja, so viel hat sich gar nicht verändert. Wenn man sich dann den Vorgänger anguckt, dann merkt man doch, da hat sich eine Menge verändert. Dieser freistehende Bildschirm hier zum Beispiel, der war vorher eingemauert. Das gesamte neue Design hier sieht viel, viel moderner aus. Aber man kennt es eben schon aus der Familie. Und deswegen hat man das Gefühl, ja, komme ich mit zurecht, habe ich schon gesehen, super. Gleichzeitig bei der Fahrwerksabstimmung und bei dem gesamten fahrerischen Erlebnis hat BMW den Fünfer letztlich auch nur weiterentwickelt, weil er schon verdammt gut war, also der Vorgänger. Das heißt, sportlich konnten sie schon immer und jetzt haben sie ihn noch komfortabler gemacht. Nicht, dass der Vorgänger jetzt unkomfortabel gewesen wäre, aber der hier, der kann tatsächlich, wenn man hier auf Komfort drückt, auf Sänfte umschalten. Und dann, wenn man wieder auf Sport drückt und mal den Sportmodus bei der Gangschaltung einlegt, da kommt wieder das BMW-Gefühl auf. Dazu ist der hier noch der leichteste, also diese berühmte Freude am Fahren, die kommt hier in dem doch schon am meisten auf. Bei den Preisen sortiert sich der Fünfer im Mittelfeld ein. Dennoch holt er auf die E-Klasse auf, weil er nur alle 2 Jahre in der Werkstatt vorbeischauen soll, während Mercedes seine Kunden gerne in jedem Jahr bei sich hätte. 2 Anmerkungen noch. Als einziger und erster Autobauer integriert BMW das Apple CarPlay kabellos. Und als einziger in diesem Vergleich darf sein Fahrer im Cockpit rumfuchteln. Kleiner Nachtrag noch zum Thema Freude am Fahren. Es gibt natürlich auch Freude im Cockpit, denn die Gestensteuerung, die hat der Fünfer vom 7er auch übernommen. Wenn man also mal wieder ein bisschen ruhiger unterwegs sein möchte, einfach ein bisschen träumen oder im Zweifel das Spielkind in sich rauslassen, geht auch. Am Ende wird es ziemlich spannend. Der Fünfer macht Spaß. Mercedes gewinnt die Spaltmaßmeisterschaft und der Titel für die Liebe zum Detail geht an Audi. Aber wer holt den Sieg im Gesamtklassement?
Machen wir es am Ende kurz und schmerzlos. Der Audi A6 kann nicht mehr ganz mithalten. Er ist eben der älteste im Feld und das merkt man ihn an einigen Punkten auch an. Trotzdem macht er noch eine Menge Spaß. Er hat den permanenten Allradantrieb hier dank des Quattro-Schildchens zu erkennen. Immer dabei, er hat eine Menge Kraft. Und dementsprechend ist er auch der agilste. Leider Gottes ist er laut Liste auch der teuerste in diesem Vergleich und das bricht ihm am Ende dann auch das Genick. Insofern entscheidet sich zwischen diesen beiden hier, BMW oder Mercedes. Wer ist die Spitze in der Oberklasse? In diesem Fall schafft es Mercedes leider nur auf Platz 2. Warum das Ganze? Naja, weil der BMW mittlerweile auch komfortabel kann. Und Mercedes ist in dieser Kategorie nicht mehr ganz spitze, sondern die anderen haben einfach schlichtweg aufgeholt. Trotzdem spannend, der Mercedes ist innen der modernste. Man denkt ja immer, konservative Marke mit dem Stern vorne drauf. Aber nein, weit gefehlt. Wenn man sich da reinsetzt, hat man das Gefühl, in der Zukunft angekommen zu sein. Wenn man sich hier reinsetzt, hat man das Gefühl, ja, es ist eine Evolutionsstufe, aber eben nur eine weiter. Trotzdem, der BMW gewinnt am Ende, weil er einfach alles richtig gut kann. Er verliert kein einziges Kapitel und deswegen wird er am Ende auch zu Recht Gesamtsieger. Als kleiner Trost für Mercedes, die E-Klasse wird Preis-Leistungssieger. Das ist ja auch eher selten. Und wer weiß, wie der nächste Vergleich mit einem anderen Motor und Luftfederung ausgeht. Bei Audi warten wir auf den nächsten A6. Für heute allerdings fliegt der BMW an beiden vorbei. Sein spritziger, sparsamer Motor, die Fahreigenschaften und der perfekte Spagat zwischen Sport und Komfort verhelfen ihm zum Sieg.